willkommen zu meinem neuen Video. Die Liste an Nachrichten ist heute wieder unglaublich lang, deshalb beginnen wir direkt. Und wir beginnen mit dem 27.01.2021, denn Querdenken ist zurück aus der Winterpause. Und es war wirklich ein gebührender Auftakt. Es war wunderschön. Wir haben nämlich ein Autokorso gemacht in Stuttgart. Wir waren natürlich mit dabei und es war einfach unglaublich. Ich hatte Gänsehaut bis in die Zehenspitzen. Dieses Gefühl, wieder so viele Menschen zu sehen, es tat einfach nur gut und hat mir so einen richtigen Boost gegeben und einfach wieder Kraft. Ja, es war einfach unglaublich, wie viele Menschen dort waren. Es hat um 17 Uhr angefangen. Wir haben uns auf dem P10 beim Cannstatter Wasen getroffen, haben uns da gesammelt und um 17.30 Uhr ging dann die wilde Fahrt los. Es war mein allererster Autokorso, also es war wie so eine riesengroße, fette Hochzeit. Wir sind durch die Innenstadt von Stuttgart gefahren mit Warnblinklicht, mit Hupen. Es war einfach unglaublich. Also diese Bilder bleiben wirklich wieder im Kopf. Es waren so viele Menschen da, man hat sich gewunken. Es standen auch immer wieder Menschen am Straßenrand, wo uns zugewunken haben. Man hat sich Herzchen zugeworfen gegenseitig. Es war einfach unglaublich, wirklich so ein tolles Gefühl. Es war ein wundervoller Auftakt. Ich freue mich auf die ganzen Demonstrationen, die jetzt noch folgen werden. Ich bin so richtig hyped. Ich freue mich einfach unglaublich drauf. Und so ein Autokorso muss man einfach mitgemacht haben. Es ist wirklich gigantisch, sage ich euch. Und auch wenn es mal geschnien hat, mal geregnet hat, die Leute sind wirklich gekommen und es waren Kennzeichen von überall wieder da. Und es war Mittwoch, es war mitten in der Woche und trotzdem waren so viele Menschen da. Und das hat mich so gefreut, es hat mich so berührt. Ich saß wirklich wieder mit Tränen im Auto, weil es einfach unglaublich gut getan hat. Ihr seht, ich komme gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Es war wirklich sehr, sehr schön. Und dann sind immer wieder an der Seite natürlich auch Menschen mit ihren neuen Schnabelmasken vorbeigelaufen. Man sieht die jetzt wirklich vermehrt. Also Schnabelmasken sind ja wirklich das Nonplusultra mittlerweile. Ich weiß nicht, ob ihr den Trend von damals kennt mit diesem Duckface, wo die ganzen Leute immer in die Kamera gemacht haben. Genauso sehen sie jetzt aus. Also ich nenne die jetzt wirklich nur noch Duckfaces, diese Leute mit ihren Schnabelmasken, was einfach so ist. Die Dinger sehen so unproportional im Gesicht aus. Also es langt ja schon diese Windeln oder wie ich sage, männliche Unterhosen bei manchen, wo die da im Gesicht hängen haben. Die standen dann immer am Rand und haben so ganz betröppelt geschaut und wir alle total glücklich. Und das ist ja auch das, man ist einfach glücklich und das tut wieder gut. Ich sage ja, das gibt einfach Kraft. Ja, soweit zum Autokorso. Ihr seht, ich komme nicht aus dem Schwärmen raus, war einfach super. Also sollte mal wieder ein Autokorso sein oder der nächste, seid auf jeden Fall dabei. Es ist unglaublich, dieses Gefühl, einfach wieder so viele Menschen zu sehen, vor allem jetzt in dem Winter, nach der Winterpause. Es ist wirklich super. Ja, dann fangen wir doch direkt an mit dem ersten Thema. Und zwar unser Star-Virologe hat eine Prognose für den Sommer, im schlimmsten Fall 100.000 Infektionen pro Tag. Sollten die Fallzahlen jetzt nicht tief genug gesenkt werden, könne dies im Frühjahr und Sommer negative Folgen nach sich ziehen. Wenn die alten Menschen und vielleicht auch ein Teil von Risikogruppen gepiekst sein werden, wird ein riesiger wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, politischer und vielleicht auch rechtlicher Druck entstehen, die Corona-Maßnahmen zu beenden, sagt der Star-Virologe. Dann würden sich innerhalb kurzer Zeit sehr viele Menschen mit SARS-CoV-2 infizieren. Dann haben wir Fallzahlen nicht mehr von 20.000 oder 30.000, sondern im schlimmsten Fall von 100.000 pro Tag, warnte er. Betroffen seien dann zwar eher jüngere Menschen, ist ja klar, die seltener schwere Verläufe haben als ältere, aber wenn sich ganz viele junge Menschen infizieren, dann sind die Intensivstationen trotzdem wieder voll, sagt er. Und es gibt trotzdem viele Tote und dass es jüngere Menschen trifft. Ja, natürlich hat man nämlich die Alten durchgepiekst, sind natürlich die Jungen dann dran, ist ja klar. Und dann hängt es natürlich wieder an denen, weil wenn die noch nicht gepiekst sind, dann sind das natürlich die Superspreader. Also ich sag ja, irgendwas findet man immer, um diesen ganzen Spuk aufrechtzuerhalten und einfach so weiterzuführen. Ja, der gute Star-Virologe hat natürlich wieder ein super Wort gesprochen. Ja, dann der Bundesjustizminister Lambrecht, der möchte Gepieksten wieder die Grundrechte zurückgeben. Der spricht sich in der Debatte um mögliche Sonderrechte für Gepiekste darüber aus, Menschen nach dem Allwunderheilmittel ihre derzeit eingeschränkten Grundrechte zurückzugeben. Es geht hier nicht um Privilegien, sondern um die Rücknahme von Grundrechtsbeschränkungen, so Lambrecht. Und natürlich auch der Maas möchte ja auch, dass die Grundrechte wieder an die Menschen zurückgehen. Und auch der FDP-Chef Lindner sagt, man sollte den Gepieksten keine Grundrechte vorenthalten. Es ist selbstverständlich, wenn jemand nicht mehr gefährlich ist, dass man ihn nicht mehr in seinen Grundrechten einschränken kann, dann verbietet sich jede weitere Einschränkung von Grundrechten. Das ist unsere Verfassungssituation, so Lindner. Aber nochmal, wir wissen ja gar nicht, was überhaupt passiert mit dem Allwunderheilmittel. Also wenn wir uns pieksen lassen, die wissen ja nicht mal, welche Wirkung die haben. Okay, welche Nebenwirkungen die haben, wissen wir nicht. Welche Langzeitfolgen eventuell auftreten.
reden, aber die wissen ja nicht mal, was überhaupt die Wirkung ist. Und die sprechen hier wirklich davon, das hatten wir auch schon, glaube ich, vor 2 Videos, dass man denen wieder ihre Grundrechte zurückgibt. Und dann hört man aber wieder den Herrn Star-Virologen, der sagt, wir dürfen nicht gleich wieder in die Normalität zurück, vor allem wenn die Jungen noch nicht gepiekt sind, weil da könnte es voll den Anstieg geben. Also ihr seht, es ist so ein Widerspruch. Jeder erzählt einfach was anderes. Dann ein Virologe, der die Corona-Strategie unserer Obersten kritisiert. Er sagt, total weit weg von der Realität. Dieser Mann heißt Professor Dr. Klaus Stöhr, erzählt zu den erfahrensten Seuchenbekämpfer der Welt, leitet etwa das Influenza-Programm der WHO und koordiniert deren Forschung zu SARS-Viren. Ja, der Typ, der steht auf jeden Fall mit beiden Beinen im Leben. Ihr hört, was der alles ist. Seine Worte finden Gehör bei Regierungen rund um den Erdball, aber nicht im eigenen Land. Ja, Pech, die sind nämlich beratungsresistent. Zum jüngsten Krisengipfel mit den Ministerpräsidenten lud die Oberste den 61-jährigen Virologen und Epidemiologen nicht ein, obwohl die SPD-geführten Länder darauf gedrängt hatten. Der Ansatz der aktuellen Strategie ist ja, eine Inzidenz von 50 anzustreben, damit die Gesundheitsämter die Kontakte wieder weitgehend nachverfolgen können. Im Winter ist dieser Zielwert illusorisch, reines Wunschdenken, so Stöhr. Und es hört man einfach immer mehr, dass diese 50 so dahergeholt ist und einfach in den Wintermonaten nicht erreichbar ist. In den letzten Wochen hat man gesehen, dass wir in Deutschland mit einer Inzidenz von 130, 160, vielleicht auch 180 gut umgehen können. Die Krankenhäuser sind belastet, aber nicht überlastet. Wir sehen ja sogar eine Abnahme der Inzidenz. Gleichzeitig gibt es aber noch immer viele Todesfälle, vor allem in den Altenheimen. Nochmal, in den Altenheimen. Der richtige Schluss daraus ist, mit einem Gießkannenprinzip die gesamte Bevölkerung gleich zu behandeln. Wird nicht funktionieren. Für Kinder und Bewohner der Altenheime die gleiche Inzidenzgrenze anzusetzen, halte ich einfach für nicht differenziert genug. So eine Seuche betrifft Risikogruppen. Im Falle von Covid-19 vor allem alte Menschen. Wie man mit einer Schließung von Kindergarten- und Schulschließungen das Infektionsgeschehen in Altenheimen eindämmen kann, verstehe ich gar nicht. Und ich bin absolut bei ihm, weil das verstehe ich auch nicht. Warum sollen wir alles lahmlegen, wenn wir ja eigentlich wissen, wo dieser Tornado überhaupt wütet? Und das ist eben nun mal bei den Alten, im Altenheim und so weiter und so fort und nicht bei den Jungen, nicht in den Schulen, nicht im Kindergarten und auch nicht in der Wirtschaft, nicht im Restaurant, nicht in den Läden, nein, sondern im Altenheim. Und die Altenheimbewohner, die gehen nicht mehr einkaufen, die gehen nicht mehr shoppen, die gehen nicht mehr ins Kino, die gehen auf keine Konzerte mehr, die gehen nicht mehr in den Kindergarten, die gehen nicht mehr in die Schule, nein. Und es ist einfach so, die Alten, die gehen nicht mehr irgendwo hin. Und sowieso jetzt gerade, das ist ja eher ein Altenheim-Knast, würde ich eher sagen, weil man ja gar nicht mehr die Menschen besuchen darf. Und wenn, dann immer nur für eine gewisse Zeit und keine Ahnung, einmal im Monat oder sonst, wenn überhaupt. Aus dem Grund, die Leute sind eigentlich safe, wenn man da einfach drauf achtet, dass die auch da auch kein Virus reinkommt. Ja, dann spricht man ja in Thüringen schon davon, dass man die Schulen bis Ostern zulässt, auch wegen der neuen Mutation und so weiter und so fort. Ich finde es einfach abartig, weil die Eltern, ich sehe es immer mehr, die sind total überfordert. Das Verständnis fehlt einfach komplett. Weshalb überhaupt? Die müssen zu Hause bleiben, die müssen gucken, wie es geht. Und auch wenn sie den Menschen jetzt noch mehr Krankheitstage oder wie man das nennt, versprochen haben, es langt einfach nicht. Es langt einfach vorne und hinten nicht. Und deswegen bis Ostern, wie lange denn noch? Und danach Ostern weiter noch? Oder was ist denn ihr Plan? Es geht ja nicht. Irgendwann müssen die wieder öffnen. Irgendwann müssen die Kindergartenkinder wieder in den Kindergarten. Die Eltern können nicht nur zu Hause rumsitzen. Das kann nicht sein. So geht natürlich auch die Wirtschaft kaputt. Es fehlen Mitarbeiter in den Firmen, die gerade aber auch vielleicht jeden Mitarbeiter brauchen und ja, da geht's dann einfach bergab. Ja, dann ein bayerischer Landkreis vergibt bereits einen digitalen Corona-Allwunderheilmittelpass. Das Vorgehen wurde nicht mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt. Der Landkreis Altöttingen gibt an gepiekste Karten mit QR-Code aus. Die Teilnahme sei aber freiwillig, heißt es schon. Gibt es Anfragen aus anderen Regionen. Ein Artikel von der Welt und der ist von 23.01. Ja, während die EU noch über einen möglichen digitalen Allwunderheilmittelpass und zu erfassende Daten diskutiert, aber mittlerweile ist es ja auch durch, hat ein Landkreis in Bayern bereits eine erste digitale Allwunderheilmittelkarte vergeben. Ein 71-jähriger Kinder- und Jugendmediziner, der noch praktiziert, bekam am Freitagnachmittag im oberbayerischen Landkreis Altöttingen sein zweites Corona-Allwunderheilmittel sowie die Allwunderheilmittelkarte mit QR-Code, wie ein Sprecher des Landratsamtes erläuterte. Nach Informationen des Landratsamtes ist der Landkreis mit der Lösung bundesweit Vorreiter. Ja, super. Die Ideen, diese tollen Ideen, die immer super gut aufgehen, die kommen immer aus Bayern. Habt ihr jetzt eigentlich schon gemerkt, auch mit der Schnabelmaske und so weiter. Also die sind wirklich Vorreiter in allem, absolute Trendsetter. Dann wieder in einem Altenheim im Bodenseekreis wurden jetzt auch die ersten Allwunderheilmitteldosen verabreicht und seither starben dort 12 Menschen. Ein Zusammenhang mit dem Allwunderheilmittel wird aber ausgeschlossen. Natürlich, da haben wir es wieder, ihr wisst ja, wenn jemand kurz danach stirbt, irgendwas bekommt, das hat absolut nichts mit dem Allwunderheilmittel zu tun. Dann ein Artikel vom RTL. Wie passt das zur bundesweiten Maskenpflicht?
RKI rät von FFP2-Masken im Alltag ab. Wieso weicht die Regierung von der Empfehlung des RKI ab? Weil es sie einfach nicht interessiert. Nochmal. Umso irritierender ist es darum, dass die Bundesregierung offenbar einen anderen Kurs fährt als das RKI. Denn beim Bund-Länder-Gipfel am Dienstag wurde bekanntermaßen beschlossen, dass FFP2-Masken, OP-Masken künftig deutschlandweit in öffentlichen Verkehrsmitteln einzeln verpflichtet sind. Ich frage mich wirklich, wie das zusammenpasst. Das RKI sagt nein. Die sagen auch ganz klar, dass die FFP2-Masken nicht für den privaten Gebrauch empfohlen würden, aber die Menschen es trotzdem machen müssen. Warum hören die jetzt nicht aufs RKI? Ich meine, am Anfang haben sie ja echt unglaublich gerne aufs RKI gehört oder auch, wenn es irgendwie um Zahlen geht, wobei die ja sowieso total falsch interpretiert werden, das wissen wir ja. Jetzt interessiert es sie nicht mehr. Also schon eine Weile ja nicht mehr, aber ich finde es gut, dass es so Artikel gibt und ich finde es gut, dass die Menschen immer skeptischer werden. Ich spreche wirklich mit immer mehr Leuten, die sagen, dass einfach das Vertrauen in die da oben von Tag zu Tag schwindet und das ist unglaublich gut, weil sie es jetzt einfach in den eigenen Reihen verspielen. Wie gesagt, das Allwunderheilmittel ist immer noch nicht vorhanden. Wir haben immer noch einen absoluten Engpass. Ja, und dann tun die hier uns solche Sachen. Dann hört man aber, hey, das RKI sagt nein, lieber nicht. Man wird ja skeptisch. Vielleicht googelt dann der ein oder andere auch mal und findet auch andere Dinge, die da noch so schief laufen. Und das ist ja gut. Es ist einfach, es gibt so einen Denkanstoß, wenn sowas auch mal im Mainstream diskutiert wird, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, was sie überhaupt damit anrichten, dass sie die Leute noch skeptischer machen und die darauf kommen, vielleicht mal zu googeln und auf einmal sind sie auf andere Seiten und plötzlich sehen sie auch andere Dinge, die hier noch so passieren. Ja, also gar nicht schlecht, wenn einfach mal so ein bisschen zumindest kritisch berichtet wird. Ja, dann in der Frankfurter Allgemeinen, Strick über Lockdown, die Entscheidungen sind politisch, nicht wissenschaftlich. Der Virologe Henrik Strick ist zum Feindbild vieler Lockdown-Befürworter geworden und wird jetzt auch natürlich als Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, in eine Ecke gestellt. Diffamierung mal wieder. Vom Feinsten, das ist ja eh denen ihr Lieblingsding. Also wer nicht spurt, wer nicht nach denen ihre Regeln läuft, wer was anderes hat, eine andere Meinung, wer was anderes sagt, was nicht konform ist, dann wird er eben diffamiert. Dann ein Artikel, das habe ich an einem Abend gesehen, kam es unten bei NTV, da kommen ja immer unten die ganzen Nachrichten. Und da geht es um Lebensmittel. Sonst drohen leere Regale. Verband warnt vor Versorgungsengpass bei Obst und Gemüse. Da fängt es an, wir hatten schon mit dem Lieferkettenzusammenbruch, was ich schon gesagt habe, wo eventuell auch noch kommt laut Agenda. Es fängt jetzt an mit Obst und Gemüse. Der Deutsche Fruchthandelsverband sieht die Versorgung mit Obst und Gemüse aus dem Ausland gefährdet. Grund sei die Verschärfung der Corona-Einreiseverordnung durch die Bundesregierung. Der Artikel ist vom 24. Januar bei infranken.de. Innerhalb von wenigen Stunden seien die Einreisebedingungen auch für die Fahrer von Lebensmitteltransporten so verschärft worden, dass es kaum noch möglich sei, Obst und Gemüse zum Beispiel aus Spanien nach Deutschland zu importieren. Verbandsgeschäftsführer Andreas Brücker sagte der dpa, die Fahrer aus den festgelegten Hochrisikogebieten wie Portugal und Spanien müssten seit Sonntag bei Grenzübertritt einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sei. In der Praxis sei das kaum machbar. Spanien ist zurzeit mit einem Anteil von rund 30% eines der Hauptlieferländer für Obst und Gemüse. Sehr interessant, ihr seht, es fängt an. Obst und Gemüse gibt es dann bald nicht mehr aus dem Ausland, dann nur noch das Saisonelle, das was es einfach hier gibt aktuell. Ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Aber hey, das ist alles so eine Verschwörungstheorie, dass da irgendwelche Lieferketten unterbrochen werden. Das existiert gar nicht in real. Von wegen. Also es ist wirklich krass. Schon wieder hatten wir recht. Oh ja, dann Niederlande. Erste Ausgangssperre führt zu Krawallen. Da ging es ja richtig ab. Die jungen Leute sind losgestürmt, haben auch unter anderem ein Corona-Testzentrum in Brand gesetzt, haben mit Steinen geworfen. Ich glaube, ihr habt alle die Videos gesehen. Ja, wir in Baden-Württemberg sitzen seit dem 12.12.2020 in der Ausgangssperre und wir halten uns alle ganz brav dran. Und sitzen ab 20 Uhr zu Hause, so wie die Oberste es von uns verlangt. Und 20 Uhr hören wir immer, kommt nach Hause, es ist 20 Uhr und wir alle, ja, wir kommen nach Hause. Bei uns passiert nichts. Wir sind die braven Bürger, die um 20 Uhr zu Hause sitzen und die Nachrichten schauen. Toll, einfach toll, wie lieb wir sind. Ich würde sagen, manchmal einfach zu nett, was wir uns alles gefallen lassen. Aber das ist natürlich meine Meinung. Oh, dann der Montana Black. Oh, das wollte ich eigentlich schon vor ein paar Videos mal erwähnen. Das ist so ein Gamer auf YouTube, der macht Gaming-Videos. Muss nicht jeder mögen. Ich mag ihn nicht. Vor allem hat er jetzt so den Vogel abgeschossen, indem er dagegen Querdenker geschossen hat und alles Mögliche gesagt hat, dass unter anderem man alle von uns Querdenkern, Selbstdenkern in den Knast stecken sollte. Und er erreicht nun mal Millionen von Jugendlichen. Und das ist eben das Schlimme, weil Millionen von Jugendlichen ihm folgen, ihn als Vorbild sehen und sagen, ja, da hast du absolut recht. Ohne, dass der Typ überhaupt weiß, von was er da spricht. Denn ich denke nicht, dass er in der Materie überhaupt drin ist. Er wird auch die Nachrichten sehen, er wird das alles so sehen und denken, ja, genauso ein
Carola-Anhänger, wie die meisten eben auch. Aber das Schlimme ist, mit seinem Denken und mit seinem Hass gegen Andersdenkende erreicht er viele Jugendliche. Und das sind genau diejenigen, die wir halt auch brauchen, weil die einfach noch zu wenig vertreten sind. Wobei ich sagen muss, bei dem Autokorso habe ich viele junge Leute gesehen. Vielleicht, weil es eben auch um Autos geht. Autos, junge Leute, es passt ja immer gut. Ist ja wie so ein großes Tuning-Treffen quasi. Da gehen ja viele Leute gerne hin. Und ja, also der Typ, tut mir leid, geht absolut gar nicht mit auch seiner Wortwahl. Also er nimmt da kein Blatt vor den Mund. Aber ich finde es einfach krass, was er da so sagt, was er da raushaut. Und man sieht einfach, dass er keinen Plan hat. Und das ist halt das Schlimme. Also wenn ich von was keinen Plan habe, dann würde ich auch nicht so den Mund aufmachen, sondern mich einfach mal informieren, was überhaupt hier abgeht. Er hat ja auch gemeint, wir brauchen einen kompletten Lockdown, auch Bäcker und Metzger zu. Die armen Leute da draußen, die dann auch noch ihre Geschäfte zumachen müssen. Es ist ja schon schlimm genug, dass ein Dreiviertel brach liegt, weil er eh alles zu hat. Aber wenn dann noch solche Läden zumachen und er das verlangt und meint, dann sei alles vorbei. Er lebt einfach in seiner Traumwelt, muss man einfach dazu sagen, ohne ihn angreifen zu wollen. Man sagt es einfach, aber man versucht irgendwie auch gute Worte zu finden und nicht so böse einfach rauszuhauen und zu beleidigen. Ich hasse es, wenn man beleidigt. Das hasse ich auch in den Kommentaren, wenn man anfängt zu beleidigen. Ich muss sagen, die haben einfach Pech gehabt, die haben verspielt, die sind raus. Weil Beleidigungen müssen nicht sein. Man kann kritisieren, aber man sollte halt auch wirklich mit dem ganzen Thema vertraut sein, dass man auch eine Diskussion eingehen kann. Wenn der eine absolut nichts weiß, gar keinen Plan hat überhaupt von irgendwelchen Hintergründen, dann soll er es lassen. Ja, dann natürlich wieder unser Gesundheitsexperte. Wir brauchen sehr harten Lockdown gegen neue Variante. Er spricht von einem ganz anderen Bedrohungspotenzial. Durch die neuen Virusvarianten, wir werden einen sehr harten und sehr gut funktionierenden Lockdown brauchen, weil die neuen Varianten von einem ganz anderen Kaliber sind. Na gut, wenn er das schon weiß, weil man weiß ja noch nicht so genau, was das überhaupt mit der Mutation aus sich hat. Aber wenn er der Meinung ist, soll er der Meinung sein. Wie gesagt, der haut eh immer raus. Und er war ja schon von Anfang an für diesen absoluten krassen, oberkrassen, Oberhammer, dollen, mega Lockdown. Also nichts Neues für mich. Ja, dann natürlich hier unser Lappenirrsinn führt natürlich für neue Umweltprobleme. 6200 Tonnen zusätzlich Plastikmüll in den Ozean. Wundervoll. Schert sich keiner drum, ist ja egal. Umweltschutz ist mal dahin. Hauptsache, wir haben alle den wunderschönen Lappen in unserem Gesicht. Dann das Allwunderheilmittel AstraZeneca. Keine Zulassung für Senioren. Puh, schon wieder für unser Obersten ins Gesicht. Ja, dieser Artikel. Keine Zulassung für die Alten. Na sowas. Dabei müssen doch die Alten geschützt werden. Das sind ja die Risikogruppen. Die gilt es zu schützen. Nach Bildinformationen erwarten die Obersten, dass das Allwunderheilmittel des schwedisch-britischen Herstellers AstraZeneca von der EU-Arzneimittelbehörde EMA nur eine Zulassung für unter 65-Jährige erhält. Das heißt, Senioren dürfen nicht mit dem AstraZeneca gepikst werden. Na sowas. Also das ist wirklich blöd gelaufen, würde ich sagen. Dann kommt eine neue Spielfigur dazu. Und zwar hat ja Deutschland das Anti-Corona-Medikament von Trump geordert. Aber ich habe schon gehört, gar nicht so viel. Also so wahrscheinlich, dass es nur für die Obersten auslangt. Also wir, das Fußvolk, wird wahrscheinlich gar nichts davon abbekommen, weil für uns soll ja weiterhin das Allwunderheilmittel attraktiv bleiben. Hätten wir ein Medikament, bräuchten wir ja rein theoretisch nicht das Allwunderheilmittel. Das wäre ja auch blöd. Also weniger ist dann für die da oben mehr in dem Fall. Dann das nächste. RKI bestätigt, Antikörper sind unwichtig. Lediglich der Allwunderheilmittelstempel im Heft dient als Nachweis. Das RKI widerlegt die Annahme der schützenden Antikörper, nicht die Antikörper entscheidend, lediglich ein Stück Papier erzeugt einen Schutz. Denn hier steht, sind zwei Pieksungen gegen Masern dokumentiert, kann auch bei Fehlen von bzw. grenzwertigen Antikörperspiegeln ein Schutz gegen Masern mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Also, man tut sich pieksen lassen, und ob man Antikörper hat oder nicht, das weiß man nicht, aber Hauptsache, man hat den Stempel drin. Sehr gut. Ich sag ja, was interessiert denen unsere Gesundheit, hat die noch nie interessiert, deswegen finde ich es immer so lustig, dass die da draußen alle sagen, ja, das machen die für unsere Gesundheit, ja, die wollen uns schützen, ja, von wegen, sage ich euch, da geht es um was ganz anderes. Dann hatten wir ja jetzt endlich hier, gingen die Zahlen runter, anstatt, dass unsere Oberste sich jetzt hinstellt und sagt, endlich, alles ist gut gelaufen, wir sehen ein kleines Licht am Ende des Tunnels, ja, ist Hoffnung da, es wird wärmer draußen, der Frühling steht uns dann auch bald bevor, eventuell haben wir es bald geschafft und die Infektionen gehen zurück. Nein, wir müssen noch strenger werden. Sie möchte noch nicht über frühzeitige Lockerungen sprechen. Uns ist das Ding entglitten. Satz der Woche. Sagt die Oberste, wir müssen noch strenger werden, sonst sind wir in 14 Tagen wieder da, wo wir waren. Weihnachten sind jeden Tag 50.000 auf die Kanaren und die Malediven geflogen, sagte sie. 100-mal haben sie die Frage in die Runde gestellt, warum können wir die Reise nicht verbieten? Wir leben durch die Mutation auf einem Pulverfass.
Bumm. Die oberste würde darum den Flugverkehr gerne so ausdünnen, dass man nirgendwo mehr hinkommt. Man kann nur Reisen unattraktiv, unangenehm machen, etwa durch Quarantäne. So die oberste. Wir können jetzt nicht über Öffnungen sprechen. Also sie sagt immer noch, es ist alles total schlimm. Das Ding ist uns entglitten. Flugverkehr komplett ausdünnen. Keiner darf mehr wohin fliegen. Absolutes Verbot. Wir dürfen ja sowieso nichts machen. Auch nicht mehr, nichts mehr, einfach gar nichts mehr. Ich sage ja immer wieder, stay at home. Aber seht ihr, nur das Negative. Es wird kein bisschen Positives genannt. Nur das Negative. Es ist uns das Ding entglitten. Was ist uns entglitten? Die haben einfach nur komplett versagt. Und jetzt wäre einfach ein Abdanken für alle da oben angebracht. Und einfach beste Lösung für unser Land. Muss ich einfach jetzt an der Stelle so sagen. Im Endeffekt ist gar nichts entglitten. Nur, dass jetzt langsam das Vertrauen immer mehr sinkt, die das ja auch mitbekommen, die Frust steigt. Ich sag ja, wir werden einfach immer mehr. Weil die Skeptiker, ja, die als Verschwörungstheoretiker die ganze Zeit diffamiert wurden, haben einfach recht. Und das ist nämlich jetzt das Problem. Die haben einfach recht und viele sehen das jetzt, dass sie recht hatten die ganze Zeit. Und sie hinterfragen, sie schauen selber, sie recherchieren und sie sehen, was hier alles passiert. Und deswegen hat sie eben kalte Füße und sagt, das Ding ist uns entglitten. Weil was soll uns entglitten sein? Wir sind immer noch da, wo wir schon die ganze Zeit waren. Wir machen immer noch den ganzen Blödsinn, was wir schon die ganze Zeit gemacht haben. Außer, dass sie es einfach nicht geschafft haben, anscheinend genug Allwunderheilmittel zu ordern. Ja, das ist das Einzige, was denen an komplett entglitten ist. Aber ansonsten ist alles gleich. Die Intensivstationen sind nicht überfüllt. Es ist alles okay. Und deswegen, uns ist nichts entglitten. Vielleicht ist bei den Obersten da drin irgendwas entglitten, irgendwo rausgerutscht. Kann sein. Aber sonst ist nichts entglitten. Ja, dann natürlich schauen wir mal nach Bayern. Was sehen wir da? Ja, Katastrophe sehen wir da. Einfach nur Katastrophe, weil der ist eine absolute Katastrophe. Es ist jetzt nicht an der Zeit für Lockerungen. Er hat vor dem Hintergrund sinkender Corona-Zahlen vor unterstützenden Lockdown-Lockerungen gewarnt. Unter Verweis auf das mutierende Virus warnt er, toxisch wäre eine Verbreitung der Mutation parallel zu einer überstürzten Lockerung. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Es ist noch nicht vorbei, betont er. Es ist nicht die Zeit für Lockerungen. Es gebe keinen Anlass zur Entwarnung. Man sei noch zu weit vom Zielwert bei den Zahlen entfernt. Ja, der hängt auch immer noch da fest mit seinen 50, wie auch die ganzen Obersten alle da und die Virologen alle sagen, nein, nein, 50, total übertrieben, wir stecken im Winter fest. Und die sagen, ja, wir brauchen die 50, unbedingt die 50. Ja, wir sind, uns ist das Ding entglitten. Keine Lockerung, nichts. Wir machen weiter. Wir laufen alle mit Schnabelmaske rum. Quack, quack, quack. Wir sind Enten und wir laufen alle hinter unserer Obersten her. Quack, 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 quack. Genau so ist es doch und nicht anders, oder? Das ist doch das, was die hier wollen. Und dann eine gute Nachricht diese Woche und zwar: Gericht kippt 15 Kilometer Regel in Bayern. Ja, yeah. Ein Erfolg, richtig gut. Also ich komme ja nicht aus Bayern, aber ich freue mich unglaublich für die Menschen in Bayern. Ich hoffe jetzt, dass noch natürlich die nächtliche Ausgangsbeschränkung, wie sie es nennen, hier auch gekippt wird in Baden-Württemberg. Da wäre ich unglaublich glücklich drüber. Aber bis jetzt sieht es ja nicht so aus. Dann, nächster Artikel. 175.000 Unternehmen stehen vor der Pleite. Zahlreiche deutsche Unternehmen stehen nach eigenen Angaben vor dem Aus. Besonders wirtschaftlich gefährdet sind, wie zu erwarten, jene Bereiche, die direkt von den Schließungen betroffen sind. Demnach sind ein Drittel der kreativen und künstlerischen Betriebe, 30% der Reisebüros, 27% der Taxibetriebe und 20% der Unternehmen aus der Gastronomie von der Insolvenz bedroht. Überdurchschnittlich schlechte Werte gibt es auch bei Messe- und Kongressveranstaltungen. Artikel ist von Zeit Online. Und dann gibt es immer noch Menschen, die sagen, mich betrifft es nicht. Wie kann das sein, dass Menschen sagen, dass es mich nicht betrifft. Wenn es den Nachbarn schlecht geht, wenn es Freunden von mir schlecht geht, wenn es Teilen meiner Familie von mir schlecht geht, dann geht es mir auch schlecht. Und das ist nun mal Tatsache. Es ist an der Zeit, dass man die Augen öffnet, nach links und rechts schaut und nicht nur nach sich. Ich sage immer, auch wenn es uns noch gut geht und wir arbeiten, es gibt unglaublich viele Menschen da draußen, denen es einfach nur noch schlecht geht. Und es werden alle zu spüren bekommen. Denn es ist wie ein Kreislauf. Ist der eine nicht mehr zahlungsfähig, geht der andere bankrott und so weiter und so fort. Und so wird sich das immer weiter. Und was bleibt denn dann überhaupt noch übrig für die Menschen, die sich jetzt wieder freuen? Ach, ins Restaurant zu gehen, shoppen zu gehen. Ja, irgendwann habt ihr dann auch kein Geld mehr. Wer zahlt dann euch, frage ich mich. Was denkt ihr denn? Wie soll das funktionieren? Das ist wie so ein Kartenhaus und es bricht nach und nach eben zusammen. Deswegen müssen wir einfach für uns alle kämpfen und gegenseitig uns unterstützen und nicht nur nach sich gucken. Dieser Egoismus hat einfach absolut keinen Platz hier. Es geht hier einfach um Zusammenhalt, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen kann nicht jemand sagen, mich betrifft's nicht. Auch dich
wird es irgendwann betreffen. Auch wenn du sagst, mich betrifft es jetzt nicht, ja vielleicht jetzt nicht, dann sei froh, dass es dir noch gut geht. Aber irgendwann wird es einfach uns alle betreffen. Deswegen mach die Augen auf und schau doch mal nach links und rechts. Dann ein Artikel von der Welt. Seehofer führt Einschränkung des Flugverkehrs. Unsere Oberste spricht von Vorkehrungen an der Grenze. Die Virusmutation zwingen die Obersten auch drastische Maßnahmen zu prüfen, sagt Innenminister Horst Seehofer. Er schlägt vor, den reduzierten Flugverkehr weiter einzuschränken. Die Oberste thematisiert in einer Unionssitzung die Außengrenzen. Ja, und jetzt wollen sie halt Maßnahmen überprüfen, diskutieren, ob sie Flugverkehr auf komplett null machen. Natürlich auch schärfere Grenzkontrollen, besonders an den Grenzen von Hochrisikogebieten. Reduzierung des Flugverkehrs auf nahezu null. Na, perfekt. Davor hat man die ganze Zeit die Flugzeuge landen lassen, war absolut kein Problem. Wir haben hier diskutiert über Ausgangssperre, wir müssen alle zu Hause bleiben, nichts mehr tun, absolut nichts mehr machen. Trotzdem sind die Flugzeuge gelandet und jetzt war mir schon aufgefallen, was machen wir denn hier? Wir lassen weiterhin die Flugzeuge landen und beschweren uns dann, dass die Mutation sich hier ausbreitet. Also, das logische Denken ist ja schon lange kein Teil mehr von denen da oben. Von dem her wundert es mich nicht, dass man jetzt so gucken muss, was machen wir jetzt, Grenzschließungen. Und ich sag ja auch, das ist natürlich auch das, dass wir dann auch kein Obst und Gemüse mehr haben aus anderen Ländern und dann auch irgendwann andere Dinge fehlen. Logische Schlussfolgerung. Ja, dann ein neuer Corona-Plan in Österreich. Einkaufslimit von 15 Minuten. Also man darf immer nur gewisse Personen reinlassen und dann hat man 15 Minuten Zeit zum Einkaufen. Keine Ahnung, wie das umsetzbar ist. Keine Ahnung, ob es überhaupt möglich ist. Aber Österreich erwägt es zu tun. Dann ein Artikel, Meldeverzug bei Corona-Toten. Forscher kritisiert, Milliarden teure Lockdowns werden mit verzerrten Todeszahlen gerechtfertigt. Artikel von 27. Januar von Focus Online. Das RKI hat in den vergangenen Wochen erneut hohe Zahlen von teilweise über 1000 Corona-Toten pro Tag gemeldet. Ein Forscher aus Berlin kritisiert allerdings, die Zahlen würden kaum zur Beurteilung des aktuellen Infektionsgeschehens beitragen. Im Gegenteil, sie vermitteln uns ein verzerrtes Bild. Die Zahl der Corona-Toten, die das RKI täglich vermeldet, schwankt derzeit enorm. Waren es am Montag vergangene Woche noch 214 Todesfälle, stiegen die Werte am Mittwoch und Donnerstag wieder auf über 1000 Fälle. Erst am Freitag gingen sie etwas zurück. Insgesamt also weiter erschreckend hoch. Der Mediziner und Soziologe Bettram Häusler vom Gesundheitsforschungsinstitut IGES in Berlin sieht es allerdings kritisch. Seit August veröffentlicht er und sein Team mit dem Pandemie-Monitor Analysen rund um das Infektionsgeschehen. Die täglich vom RKI vermeldeten Sterbefälle sind so veraltet, dass sie ein verzerrtes Bild zeigen. Erklärt er im Gespräch mit Focus Online. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, die Artikel findet ihr immer alle auf meinem Telegram-Kanal. Dann wieder eine Fake-Alwunder-Heilmittelverabreichung beim Landrat Grillmeier. Da wird so getan, dann wird noch verrutscht. Also so ganz eigenartig dieses Video. Könnt ihr euch auch mal bei Telegram reinziehen. Bremen, Krankenhäuser und droht Stellenabbau. Wenn die Kliniken die Puste ausgeht, müssen Stellen gestrichen werden, warnt Uwe Zimmer, der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft der Freien Hansestadt Bremen, sieht der Folge einer schlechten Versorgung von Patienten und Patienten. Im schlimmsten Fall droht einzelnen Kliniken sogar die Pleite. Corona-bedingt werden Operationen verschoben, Betten für Notfälle freigehalten und Patienten verzichten aus Angst vor einer Infektion auf eine Behandlung. Und allzu schnell rechnet Zimmer mit keiner Normalisierung. Das Vertrauen müsse erst wieder aufgebaut werden. Sowohl die Krankenhausgesellschaft in Bremen wie auch Niedersachsen fordern staatliche Hilfen. Die Kliniken bräuchten einen finanziellen Ausgleich, um zumindest das Personal weiter bezahlen zu können. Erst für die Beschäftigten applaudieren und dann womöglich Stellen streichen, passe nicht zusammen, meint Zimmer. Das hatte ich ja schon. Die haben ja letztes Jahr alle super, ihr macht es schon, danke, ihr seid so toll. Jetzt sind sie ja sowieso böse, weil sie sich nicht pieksen lassen wollen. Aber ihr seht, die machen die Kliniken zu. Hä? Wie kann das sein? Es sind nur so viele Menschen in den Kliniken. Machen die jetzt einfach mit den Menschen zu? Oder? Also, ganz komisch. Kliniken machen zu, obwohl wir die eigentlich unbedingt bräuchten, weil wir angeblich sonst überlastet sind. Also, da stimmt doch was nicht, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten, wenn ich das so höre. Oh, dann was ganz Neues, ja. China testet jetzt auch per Analabstrich. Die chinesischen Behörden nehmen Tests nun auch per Analabstrich vor. Diese Methode können die Nachweisrate bei infizierten Personen erhöhen, da das Virus im Anus länger nachweisbar sei als in den Atemwegen, sagt Li Tongzheng, ein leitender Arzt des Yuan Krankenhauses in Peking, dem staatlichen Fernsehsender CCTV. Dem Sender zufolge wird jedoch weiterhin großteils per Rachen- und Nasenabstrich getestet, da die Analmethode nicht sehr angenehm sei. Aber das ins Hirn reinpieksen ist angenehm. Der Analabstrich kommt demnach vor allem bei Menschen, bei denen ein hohes Risiko einer Coronavirus-Infektion besteht, zum Einsatz. Vergangene Woche war dies laut CCTV bei Bewohnern mehrerer Viertel Pekings mit bestätigten Corona-Infektionen der Fall. Auch Bürger in Quarantäne wurden demnach auf diese Weise getestet. Also fahren wir bald nicht mehr so an die Teststation, sondern so und strecken den Po aus dem Fenster raus. Es wird immer kranker. Merkt ihr das? Es wird immer kranker. Die kommen immer auf so abartige Ideen. Also,
Nee. Dann ein Artikel von Uncut News. Merck verschrottet Covid-Allwunderheilmittel. Es ist effektiver, sich mit dem Virus anzustecken und sich zu erholen. Der Allwunderheilmittelhersteller Merck hat die Entwicklung von 2 Coronavirus-Allwunderheilmittel aufgegeben. Nach umfangreichen Untersuchungen sei man zu dem Schluss gekommen, dass die Allwunderheilmittel weniger Schutz bieten als die Infektion mit dem Virus selbst und die Entwicklung von Antikörpern. Das Unternehmen teilte mit, dass die Allwunderheilmittel von den Testpatienten gut vertragen wurden, jedoch im Vergleich zur natürlichen Infektion eine minderwertige Reaktion des Immunsystems hervorriefen. Das Unternehmen erklärte, dass es sich stattdessen auf die Forschung an therapeutischen Medikamenten konzentrieren wird. Die Medikamente zielen darauf ab, Patienten vor den Schäden einer überaktiven Immunantwort auf das Virus zu schützen. Wirklich richtig, richtig interessant. Ja, dann die WHO setzt weiterhin auf Stoffmasken. Ist ja auch nichts Neues. Ich sag ja, das ist halt Deutschland. Die wollen Geld verdienen. Die haben unglaublich viele Schnabelmasken geordert. Jetzt hocken sie drauf. Jetzt müssen sie versuchen, die an den Mann zu bekommen. Deswegen ist nun mal jetzt diese Pflicht auch eingeführt worden. Also WHO sagt, Stoffmasken sind okay. RKI sagt, ja, keine Schnabelmasken im Alltag, aber trotzdem machen wir weiter. Und Baden-Württemberg macht ernst. Erste Quarantäneverweigerer in Görlinger Klinik untergebracht. Ihr seht, es beginnt. Die einen kommen ins Gefängnis, die anderen werden in die Klinik eingewiesen. Einfach wie in einem schlechten Film, kann ich da nur sagen. Unser Minister hier in Baden-Württemberg wollte ja Kindergärten und Schulen ab dem 1. Februar wieder öffnen. Am Mittwoch hätte ja die Konferenz sein sollen, wo das alles entschieden wird. Aber die wurde verschoben, weil ja jetzt plötzlich Mutationen in einem Kindergarten in Freiburg aufgetreten sind. Ganz ehrlich, ich habe das gleich gewusst. Ich glaube, das war wieder so, ich gehe meinen eigenen Weg. Ja, ihr seht, der Wille ist da. Ich möchte für unsere Kinder was Gutes. Ja, zumindest so in Gedanken was Gutes. Aber dann waren die Hosen voll. Ich glaube, wenn der das jetzt echt geöffnet hätte und es wäre irgendwas gewesen, wow, der hätte echt paar auf den Hintern bekommen. Von der Obersten. Kann ich mir vorstellen. Weil die will ja verschärfen, verschärfen, verschärfen. Und der möchte öffnen. Das passt ja nicht zusammen. Deswegen, natürlich hat er kalte Füße bekommen. Also das wundert mich nicht. Und ja, natürlich, Mutationen im Kindergarten plötzlich. Ja, muss man natürlich jetzt wieder drüber nachdenken. Nochmal neu kalkulieren, wie man das eventuell doch machen könnte. Das Ganze wurde jetzt verschoben. Und jetzt überlegt man einfach nochmal. Ja, dann noch ein Artikel von der Welt. Herdenimmunität ohne Pieksen von Kindern nicht möglich. Wie Kaiser TV sagt, meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen meine rote Linie. Und da bin ich bei ihm, weil das ist auch meine rote Linie. Jetzt gehen sie an die Kinder. Jetzt sagen sie, dass da keine Herdenimmunität möglich wäre ohne das Allwunderheilmittel. Einfach nur ekelhaft. Ich sag immer wieder nur Finger weg von unseren Kindern. Und dann nochmal zum Henrik Streeck, sowieso Verschwörungstheoretiker. Ihr wisst Bescheid. Der redet jetzt auch noch von der FFP2-Maske ab. Eigentlich so genauso wie das RKI. Und sagt, für seine Mitarbeiter im Labor machen das Tragen von den FFP2-Masken schon Sinn, weil sie auch direkt Zugang zum Virus haben. Doch generell redet er davon ab. Aus 2 Gründen. Weil viele sich nicht richtig an Mund und Nase befestigen und weil man sie nicht länger als 75 Minuten am Stück tragen sollte. Danach müsste man eine 30-minütige Pause machen, weil die Atmung dadurch einfach schwerer ist. Aber ihr seht, die Leute haben kein Problem mit den Schnabelmasken. Die fahren Auto, die fahren Fahrrad, die haben die einfach die ganze Zeit an und das ist einfach das Schlimme. Ich sag ja, da kommen Krankheiten wahrscheinlich zum Vorschein. Oh, ihr werdet noch sehen, aber davon werden wir wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Dann der Ex-Außenminister, Migranten kommen wegen Corona-Allwunderheilmittel nach Europa. Na klar, muss man das jetzt sagen. Die Corona-Pandemie hat nach Ansichten der Migrationsorganisation ICMPD einen verstärkenden Effekt auf den Migrationsdruck nach Europa. Die gute Gesundheitsversorgung in Europa ist ein Anziehungspunkt für die illegalen Immigranten, sagt der Chef Michael Spindelegger. Dem Handelsblatt in der EU wird man gratis gepiekst. Das ist sehr attraktiv für Flüchtlinge aus Afrika, Lateinamerika und Asien. Deshalb erwarten wir eine Zunahme der illegalen Immigranten. Erläutert der frühere österreichische Außenminister und ÖVP-Politiker. Also, dann sollen sie kommen und sich pieksen lassen. Ich gebe ihnen meine Dosis. Ich brauche sie sowieso nicht. Unter meinem letzten Video wurde ich noch gebeten, zu folgendem Stellung zu nehmen. Und zwar gibt es Ärzte, die den Zutritt verweigern, wenn man von der Maske befreit ist. Also, dass man quasi sagt, man kommt ohne Maske, weil man eben eine Maskenbefreiung hat, aus einem bestimmten Grund. Ich muss sagen, ich finde es absolut ekelhaft, abartig und krank. Solche Ärzte sollten sich nicht Ärzte nennen, weil das sind für mich absolute Unmenschen, denn sie helfen einem nicht. Es ist wirklich schlimm, in was für einer Zeit wir mittlerweile leben, dass einem die Behandlung verwehrt wird, wenn man gewisse Voraussetzungen nicht mitbringt. Es ist wirklich abartig und menschenverachtend. Einfach menschenverachtend, dass man so die Menschen spaltet und sagt, der hat Zugang, der nicht, der trägt keine Maske. Also geht für mich absolut nicht, muss ich einfach ganz klar dazu sagen. Habe ich jetzt aber auch schon öfters gehört, solche Fälle. Wirklich zum Kopfschütteln. Wie kann das ein Arzt verlangen, wenn man einfach einen Attest hat und eine Krankheit hat, wo man keine Maske tragen kann? Ich kann es einfach nicht verstehen, was in diesen Menschen und in denen ihren Köpfen vorgeht. Naja, viel kann ich drin vorgehen. Irgendwas vom Mainstream, irgendeine Blendung, irgendeine Panik geht vor. Aber sonst geht da nicht viel vor. Also, wie gesagt, die sollten sich nicht Ärzte nennen, weil sie einfach nicht da sind für die Menschen.
um ihnen zu helfen. Und damit wären wir auch wieder am Ende meines Videos angelangt. Es war heute wirklich wieder einiges, was ich euch erzählt habe. Es tut mir leid, dass das Video bestimmt wieder unglaublich lang geworden ist. Aber die Nachrichten häufen sich. Es kommt immer mehr, habe ich so das Gefühl. Es wird irgendwie immer mehr. Von Woche zu Woche. Und das möchte ich einfach immer kompakt hier zusammenfassen. Und ja, da müsst ihr euch ja einfach ein bisschen Zeit nehmen und meine Videos anschauen. Ich mache ja auch immer nur ein Video pro Woche. Es wäre halt anders, wenn ich wahrscheinlich zwei machen würde. Dann könnte ich es mir so ein bisschen aufteilen. Aber da ich hier arbeite, habe ich einfach nicht genug Zeit. Und aus dem Grund gibt es dann immer nur ein Video. Und deswegen wird es dann einfach ein bisschen länger. Aber dann habt ihr auch am Sonntag immer was zu tun. Auch gut. Wir haben ja sowieso nicht mehr viel zu tun. Dann könnt ihr euch mein Gelaber anhören und meine Zusammenfassung der Woche. Ja, und denkt immer dran, Liebe verbindet und schafft Zusammenhalt. Unglaublich wichtig, wir haben es gesehen beim Autokurs. Ich sag euch, es war so ein wunderschönes Gefühl. Es hat so gut getan. Ach, ich bin jetzt einfach nur glücklich und ich freue mich schon auf die noch folgenden Demonstrationen, eventuell noch folgenden Autokursus. Ich bin auf jeden Fall dabei und ich hoffe, ihr auch. Auf meinem Telegram-Kanal findet ihr immer meine ganzen Artikel. Ihr wisst Bescheid, kommt gerne vorbei. Und da habe ich auch Videos vom Autokurs hochgeladen. Wie gesagt, es war einfach wunderschön. Und damit verabschiede ich mich auch aus meinem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare. Und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 12 Uhr wieder. Bis dahin, sage ich tschüss.